Herzlich willkommen. In diesem kleinen Tutorial behandeln wir folgende Konstellation. Sie betreiben einen eigenständigen Webshop, der wiederum alles selber macht. Das heißt, Ihr Webshop macht Rechnungen selber. So, nun ist es sehr mühsam, natürlich alles parallel zum Webshop zu machen. Vor allem, wenn es um die Artikelausbuchung bzw. um die Bestandsreduzierung in Form einer Abschreibung geht. Deswegen haben wir nun eine tolle Funktion integriert, wenn sie genau diese Konstellation betrifft. Und zwar müssen Sie zuerst in Systemeinstellungen, Administration, Systemeinstellungen, müssen Sie nun in der Karteikarte Verkauf auf Leistungsmerkmale gehen und hier dieses Häkchen Webshop ausbuchen setzen bzw. aktivieren. Wenn Sie das getan haben, dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir schauen uns erst einmal im Artikelstamm, nehmen uns jetzt einfach mal drei beliebige Artikel, keine Ahnung, machen wir die 49, okay. Ein beliebiger Artikel, der Artikel 49 hat jetzt zwei Stück im Bestand, okay. Dann gehen wir am Ende der Liste, die Artikelnummer 2000 hat zwei im Bestand, die Artikelnummer 2003 hat 19 im Bestand. Rechtsklick in der Gegenüberstellung sehen wir schön die Eingangsmengen, was verkauft wurde, was verschrottet oder was natürlich zurückgeschickt an den Lieferant wurde. Okay, also sogenannte Remissionen. Soweit, so gut. So, jetzt verkaufen wir einfach mal diese Artikel. Und zwar, das, was ich Ihnen jetzt zeige, gilt sowohl für die Kasse als auch für das Rechnungsmodul. Beginnen wir mit der Kasse. Das heißt, wir verkaufen jetzt unseren Artikel 2, ich sage jetzt einfach einmal, zum Preis von XY. Ach, Schmarrn, den wollte ich doch gar nicht. Was war das? Unser Artikel 49. Entschuldigung. So was, den Artikel 49 hatten wir. Gedächtnisprotokoll zweimal, glaube ich. Okay. So, den verkaufe ich jetzt einmal. Unseren Artikel 2000, den hatten wir, glaube ich, auch zweimal. Den verkaufe ich jetzt auch einmal. Und unseren Artikel 2003, den hatten wir, glaube ich, 16 Mal. Verkaufe ich auch einmal. So. Wenn wir nun auf Bezahlen gehen, haben wir nun die Möglichkeit, Ware und EC zu wählen. Klar. Wir müssen einen Kunden auswählen, um die erweiterten Funktionen aufzurufen. Das, was Sie an dieser Stelle natürlich tun müssen, Sie müssen auf Kunde gehen und müssen den Kunden jetzt auswählen bzw. diesen Kunden neu anlegen. Ist jetzt nicht so ganz dramatisch, denn Sie haben ja die Rechnung Ihres Webshops vorliegen. Dann gehen Sie einfach hier zum Kundenstamm, tippen hier oder geben den Kunden ein, speichern dann, gehen raus und wählen den Kunden einfach aus. Okay. No. Ja, okay. Jetzt haben wir hier einen Fritz Müller drin. Okay, alles klar. Und nun könnten wir rein theoretisch eine Rechnung erstellen oder die erweiterten Optionen benutzen. Hier ganz rechts finden wir diese erweiterten Optionen. Und hier haben wir nun einen Eintrag Webshop ausbuchen. Hier bestätigen wir diese Abfrage und Wabi Profi 3 will nun die vom Webshop generierte Rechnungsnummer haben. Das heißt, Ihr Webshop hat jetzt zum Beispiel die Nummer, keine Ahnung, R1000 generiert. Wie auch immer. Was die Rechnungsnummer, die halt auf dieser Rechnung Ihres Webshops steht, geben Sie in Wabi Profi 3 ein, klicken nun auf Übernehmen und jetzt ist augenscheinlich alles weg. Das heißt, der Verkauf wurde abgeschlossen und wir sehen hier auch in den Bonkopien, da ist nichts drin. Okay, wir sehen auch natürlich auch keine Rechnung, denn wir haben ja auch keine Rechnung geschrieben. Was im Hintergrund passiert ist, und das zeige ich Ihnen jetzt sehr schön, wir hatten hier einmal die Artikelnummer 49, haben wir nur noch einen im Bestand, denn wir hatten ja hier vorher zwei. Rechtsklick in der Gegenüberstellung zeigt Ihnen nun, dass wir hier bei der Verschrottung eine Ausbuchung haben in Höhe von 1 Stück Webshop-Rechnung mit der Rechnungsnummer R1000 mit der Kundennummer 1. Somit ist es für Sie oder für einen Prüfer an der Stelle jederzeit reproduzierbar, warum hier eine Bestandsreduzierung stattgefunden hat. Und das Schöne an der Stelle ist, Sie können es total simpel reproduzieren. So, dann schauen wir uns ganz, ganz kurz noch die Artikelnummer 2000 an. Rechtsklick, Gegenüberstellung. Hier haben wir auch eine Ausbuchung von 1 Stück. Wunderbar. Hier eine Bestandsreduzierung auf 1. Hier müssten wir eine Bestandsreduzierung auf 18 haben. Genau, weil wir hatten ja vorher 19, oder? Gegenüberstellung, 19 Stück, genau. Eins ist abgeschrieben, auch mit der Webshop-Rechnungsnummer. Super, cool. Das gleiche machen wir nun in der Rechnungskasse, damit Sie auch sehen, damit es geht. Rechnungsmodul, klar. Wir verkaufen nun unsere Artikel 2000 und die 2003. 2003,
mit 5 Stück, egal. Wir wählen wiederum einen Kunden aus oder Sie gehen, da, wenn der Kunde nicht vorhanden ist, hier auf Kundenstamm, dann einfach schnell auf Neu den Kunden anlegen und wenn Sie den Kunden angelegt haben, speichern das, gehen dann auf Ausgang und klicken an dieser Stelle nun auf ausgewählten Kunden übernehmen. Da war wie Profi 3 an dieser Stelle dann auf den zuletzt gemerkten Kunden im Kundenstamm steht. Jetzt haben wir hier die Sabine Huber drin. Ich sage bezahlen und ich habe nun hier einen Button Webshop Ausbuchung. Total simpel. Genau das gleiche Prinzip wieder. Ich sage R501 übernehmen. Zack, fertig. Im Artikelstamm sehen wir uns das Ganze jetzt ganz einfach an. Das sind unsere letzten 2 Artikel gewesen. Hier müssten wir nichts mehr da haben. Genau, Bestand 0. Rechtsklick drauf, Gegenüberstellung. Wir sehen nun, dass wir hier eine weitere Ausbuchung haben mit Webshop-Rechnungsnummer R501, Kunde 2. Und hier natürlich auch Rechtsklick, Gegenüberstellung und Webshop-Rechnung. 5 Stück haben wir hier als Bestandsreduzierung. Webshop-Rechnungsnummer R501, Kunde 2. Absolut cool, absolut easy zu bedienen und Sie haben hier eine Parallelität und vor allem auch eine sehr schöne Reproduktionsmöglichkeit, dass Sie später auch mal sehen, okay, warum haben Sie denn was ausgebucht und wenn es eine Webshop-Ausbuchung war, auf welche Webshop-Rechnungsnummer referenziert sich denn das ganze Ding? Ja, coole Funktion, ich hoffe, das macht Ihnen Spaß und hilft Ihnen, vor allem auch spart brutal viel Zeit. Bis demnächst. Tschüss.